Also das muss klar sein. Die Sache muss fair und sachlich ablaufen. Wir sind nicht hier, um Sie fertig zu machen, sondern zu Ihrem Besten klarzustellen, dass Sie im Moment überfordert ist. Und dieses Sie ist Frau Müller, die Lehrerin in der 4. Klasse. Frau Müller muss weg, so lautet der Titel des Theaterstücks, den die Kulissenschieber im Milchwerk Radolfzell aufgeführt haben. Wir spielen jetzt heute zum zweiten Mal in dieser Saison das Stück Frau Müller muss weg. Wir hatten am Silvestertag, das ist traditionell immer so Silvester, unsere Premiere für die jeweilige Saison. Und da wird jedes Jahr ein neues Stück eingeübt. Und das spielen wir dann in Radolfzell zweimal. Dann spielen wir es zweimal in Arlen, einmal in Moos und einmal in Ludwigshafen am Bodensee. Doch nicht nur über die Chance, mindestens einen passenden Auftrittstermin als Besucher finden zu können, vermag man sich zu freuen. Das Stück selbst und dessen Schauspieler boten und bieten viel Freude und Spaß, aber auch die Chance, sich gesellschaftlich politpädagogisch Gedanken zu machen. Und dann haben wir noch 2 Tage lang an diesem scheiß Kastanienmännchen gefastelt. Wir wollen sie nicht mehr. Da steht's. Weil unsere Kinder unglücklich sind. Es macht Spaß, Theater zu spielen. Es ist das, was, glaube ich, die Leute hier packt, dass man eine Rolle, die man sonst im Alltag nicht hat und auch nicht kriegt und vielleicht auch nicht haben möchte, hier mal spielen kann. Ein fürchterlich schrecklicher Mensch oder eine Diva, so eine richtig arrogante Kuh, das kann man alles mal spielen. Im Alltag macht man das ja eher nicht. Und das ist, glaube ich, für viele eine tolle Sache, dass sie da auf der Bühne aus sich rausgehen und Applaus bekommen. Wir wissen zufällig, dass Sie eine Therapie machen. Und das ist dann ist doch für Sie auch schon der Punkt erreicht, wo Sie selber erkennen müssen, dass Sie ein Problem haben. Und wenn Sie als erwachsener Mensch vor einer Klasse mit 9-Jährigen in Tränen ausbrechen, dann ist doch der Punkt erreicht, wo man sich eine Pause oder einen Wechsel zugestehen muss. Wir sind verpflichtet, zuallererst an das Wohl und Fortkommen unserer Kinder zu denken. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt stark gefährdet. Beeindruckende Schauspieler, beeindruckendes Theaterstück, aufmerksames Publikum. Doch für den Erfolg einer Theatertruppe braucht es mehr. Viele bleiben im Hintergrund und sind trotzdem enorm wichtig. Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins und meine Aufgaben sind in erster Linie die Verträge machen mit den Theaterverlagen, die Verträge machen mit den Spielstätten, also hier zum Beispiel im Milchwerk oder im Zollhaus. Wir spielen ja an unterschiedlichen Orten. Ich kümmere mich darum, dass bei den Spielstätten alles läuft, dass zum Beispiel ein Caterer da ist. Und eine Aufgabe ist, die habe ich von Anfang an übernommen, ich bin eigentlich Souffleuse. Der Souffleur ist unglaublich wichtig, weil er ist der Rückhalt für die Schauspieler. Das ist wie so ein Sicherheitsgurt im Auto. Den braucht man ja auch nur, wenn es knallt. Aber dann ist es gut, wenn man ihn hat. Und das ist bei der Souffleuse genauso. Es gab Aufführungen, da haben wir 2-3 Mal helfen müssen. Es gibt auch Aufführungen, wo man es gar nicht braucht. Aber wichtig ist, dass wir da sind. Dass die Schauspieler sich auf uns verlassen können, dass wir den Text drauf haben, dass wir sie, wenn es mal hakt, wieder zurückführen können. Das ist wichtig und das ist auch entscheidend manchmal. Fassen wir zusammen. In ihrem Jubiläumsjahr haben die Kulissenschieber wieder ein hervorragendes Schauspiel geboten. Erfreulich, dass es immer wieder aufgeführt werden wird, bis in den Februar 2023.